Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Wir machen heute zusammen kandierten Ingwer und im gleichen Zug auch direkt Ingwer-Sirup. Und mein erster Schritt und euer erster Schritt ist erstmal diesen ganzen Ingwer hier zu schälen. So, kommen wir zum nächsten logischen Schritt, nämlich den Ingwer kleinschneiden. Da richtet sich danach, wie klein du den Ingwer haben willst oder in was für einer Portionsgröße. Ich schneide den eigentlich relativ klein, dass ich dann am Ende so kleine Stückchen habe, die ich entweder essen kann, die ich in meinen Tee geben kann, irgend sowas. Und ich muss sagen, also das Endergebnis ist zwar einerseits süß, aber da es Ingwer ist, eben auch sehr scharf. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie groß ich dann hier so diese Stückchen mache. Das wird so einen halben Zentimeter auf einen Zentimeter sein oder so. Dann ein halber Zentimeter mal ein halber Zentimeter, unterschiedlich groß. Aber das ist jedenfalls so die Stückgröße, wie ich sie bevorzuge, damit man ein bisschen drauf rumkauen kann. Schon natürlich einen spürbaren Ingwer hat, aber einfach nicht zu große Stücke. Juhu, 500 Gramm Ingwer fertig geschnitten. Es ist mühevoll, aber die Mühe lohnt sich. Und pro 100 Gramm Ingwer, die du hast, bei mir jetzt 500 Gramm, nimmst du 100 Milliliter Wasser, also bei mir 500 Milliliter. Außerdem pro 100 Gramm Ingwer 100 Gramm Zucker. Da habe ich jetzt in diesem Fall den Naturrohrzucker von Verival. Und da ich 500 Gramm Ingwer habe, entsprechend 500 Gramm Zucker. Ja, ist viel, aber es ist eben auch kandierter Ingwer und Ingwer-Sirup. Und schließlich kommen da noch zwei Zitronen dazu bei mir. Ihr könnt die Zitronenmenge dann auch verringern oder erhöhen. Und ganz wichtig ist, dass ihr Bio-Zitronen nehmt, also welche, wo ihr die Schale auch sorglos mitverwenden könnt. Die Außenstücke lasse ich aber weg, weil die Schale ja schon auch ein bisschen bitter ist. Und gebe die Scheiben dann mit zum Ingwer dazu. Das Ganze kommt jetzt auf den Herd und wird für eine Viertelstunde gekocht. Nach so 15 bis 20 Minuten den Herd ausmachen, das Ganze ruhig auf dem Herd abkühlen lassen. Und was ich jetzt mache, das funktioniert hiermit nicht so wunderbar. Ich hole die Zitronenscheiben daraus, damit das Ganze nicht bitter wird, weil wir es nämlich jetzt noch ein paar Mal aufkochen werden. Aber nicht mehr heute, sondern morgen und übermorgen. Und dann noch einen dritten Tag, also beziehungsweise einen vierten, wenn man heute mitzählt. Insgesamt wird das Ganze viermal aufgekocht, damit wir dann einen richtig schönen Sirup bekommen. Übrigens, dieser kandierte Ingwer ist nicht nur was für Leute, die super gerne Ingwer mögen. Natürlich für die auch. Also man kann den Ingwer knabbern, in Tee geben, in Limonade geben. Man kann den Sirup zu irgendwelchen asiatischen Gerichten dazugeben. Also da stehen eigentlich der Fantasie keine Grenzen offen. Aber wozu ich den Ingwer vor allem nutze und weswegen ich ihn überhaupt für mich entdeckt habe, ist quasi für die Reiseapotheke oder auch ja für den täglichen Gebrauch. Immer dann, wenn einem übel ist, man irgendwie so einen Blähbauch hat, Sodbrennen hat, irgendwas, was ein bisschen mit dem Magen zu tun hat und unangenehm ist. Denn in dem Ingwer sind Wirkstoffe enthalten, die da eben dagegen wirken. Und mir hat er das Leben gerettet, einmal in Nosora, als ich so eine schlimme Angstattacke hatte, mir unglaublich übel war, ich nicht vom Dixi-Klo runterkam und dann hat mir jemand eben solche Ingwerstücke gegeben und eine Viertelstunde später lag ich im Zelt und konnte selig schlummern. Und auch jetzt nutze ich das immer mal wieder, wenn ich mal irgendwas mit Sodbrennen habe. Also mir schlagen Dinge ja total schnell noch auf den Magen oder auch wenn ich dann halt mal irgendwie zu viel esse beim Rollenspiel oder so. Ja, und dann esse ich Ingwer und alles wird wieder gut. Der nächste Tag, heute und morgen, lasst ihr das für jeweils 20 Minuten köcheln und dann noch einfach auf dem Herd wieder abkühlen, Deckel drauf und wir sehen uns dann am vierten Tag wieder.
Ja, Tag 3. Der Ingwer war jetzt schon aufgekocht, 20 Minuten, ist jetzt noch ein bisschen lauwarm, noch am Abkühlen. Und ich habe eben gerade mal schon mal ein Stückchen probiert und ich finde, es schmeckt jetzt schon sehr gut. Der Ingwer hat natürlich noch eine tolle Schärfe, noch ein tolles Aroma, hat auch noch ein bisschen Biss. Ja, und jetzt werden wir den morgen fertigstellen. Noch mal auf so 20 bis 40 Minuten ohne Deckel, bis ihr hier seht, dass das so ein bisschen dicker geworden ist. Also nicht mehr ganz wässrig, so ein bisschen sirupartig schon. Der Ingwer braun und glasig karamellisiert und dann fülle ich mir das ab. Ich habe zum Beispiel für die Reiseapotheke hier so ein kleines Glas, was immer ganz praktisch ist, weil man das gut mitnehmen kann. Und ihr könnt es natürlich auch in größere Gläser füllen. Ich werde den Rest dann eben in ein großes Glas füllen und dann immer gegebenenfalls umfüllen und der Abfluss macht natürlich jetzt wieder Stress. Und ich gieße es dafür einfach durch so ein Sieb, dass ihr das abtropfen lasst. Einfach immer so ein bisschen Ingwer abtropfen lassen. Ihr könnt es aber auch direkt über ein größeres Glas machen und dann einfach das Sieb füllen. Dann ist es ein bisschen weniger aufwendig, aber ich mag das eben in diesen Gläsern gerne. Und ja, wichtig ist, dass ihr wirklich den Ingwer ein bisschen abtropfen lasst, weil ansonsten, wenn der Sirup aushärtet, bekommt ihr eben kaum noch die einzelnen Ingwerstücke aus diesem Glas heraus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit dieser mühsamen Arbeit fertig bin. Und so sieht das dann am nächsten Tag aus, wenn es abgekühlt ist. Und ihr seht, der Sirup ist auf jeden Fall noch beweglich. Also der ist echt gut geworden. Ich hatte das letzte Mal, als ich die gemacht habe, so eine richtig harte Masse, aber der hier ist deutlich besser. Der ist noch beweglich. Hier ist mein Haus- und Reiseapothekenglas. Ja, mein Reiseapothekenglas. Wie könnt ihr sehen, ich habe bei meinen Gläsern noch so ein bisschen Sirup unten dabei. Also wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst die richtig viel abtropfen. Zum Beispiel, indem ihr sie eben irgendwann erstmal in die Schüssel füllt, in eine große, in Sirup und dann eben den komplett in Sieb gebt und abtropfen lasst. Weil hier unten, das wird jetzt dann schon wieder schwieriger sein, rauszubekommen. Allerdings, da er ja noch flüssig ist, wird es schon gehen. Ja, und wie gesagt, den könnt ihr jetzt nehmen zum Würzen, zum Knabbern für die Haus- und Reiseapotheke und. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, wofür ihr es verwendet, wenn ihr jetzt irgendwie auch in Kochgerichte macht oder vielleicht sogar in süße Sachen oder so, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das Tolle ist halt, dass bei diesem Sirup, dass der nicht nur süß ist und den Ingwer-Geschmack hat, sondern auch eine ordentliche Schärfe hat von dem Ingwer. Also das ist halt super für alle Gerichte, wo man normalerweise Agavendicksaft oder so reinmacht, dass man da eben dann einen Löffel davon macht und dann eben diese schöne Ingwer-Schärfe hat. Weil obwohl ich ja überhaupt nicht scharf esse, Ingwer-Schärfe finde ich richtig, richtig lecker. Also jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept findet ihr in der Infobox, die Zutaten auch und bis bald.